Heute geht's mal wieder um Decathlon. Genauer gesagt geht's um die Eigenmarke von Decathlon, nämlich Simon. Ich habe ein paar Sachen von Ihnen hier aus der Kategorie Daune und über genau diese Sachen möchte ich euch heute was erzählen beim Simon Daunenjackentest. Simon, wir haben in vielen Videos schon über diese Firma gesprochen. Ihr findet einige Videos dazu in der Infobox beim i hier rechts oben. Aber in aller Kürze nochmal. Simon war früher eine eigene Firma. Sie haben technische Bergausrüstung produziert und zwar in Frankreich nahe Chamonix. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Nur mit dem Zusatz, dass sie eines Tages von dem Discounter Decathlon als komplette Marke gekauft wurden. Heute stellen sie durch die neuen Connections über Decathlon deutlich mehr her als nur Pickel und Steigeisen. Dafür war Simon im 20. Jahrhundert weltberühmt geworden. Doch unter Decathlon sollten auch Textilien folgen und andere Trendausrüstung wie Chalkbags und Co. Und heute schauen wir uns die Daunenprodukte von Simon an. Bevor wir zu den harten Fakten kommen, zwei Klarstellungen. Erstens, dieses Video ist nicht gesponsert oder bezahlt, die Tests sind vollkommen unabhängig von irgendeiner Firma. Zweitens, es ist sehr schwer zu sagen, inwieweit Simon tatsächlich im Textilgeschäft hängt. Die Marke hat ihren Sitz immer noch in Chamonix. Decathlon gibt an, dass die Simon-Textilien, Rucksäcke und Co., also alles, was früher keine Simon-Geschichte war, trotzdem von Simon-Bergführern und Bergsteigern genutzt und getestet wird, bevor es letztlich im Shop landet. Beweisen kann das aber niemand. Wir müssen es also mit einer Prise Salz im Prinzip einfach glauben. Wie weit die Entwicklung der Textilsparte letztlich über die fachlich bestens informierten Simon-Experten läuft, auch darüber kann man tatsächlich nichts sagen. Im Idealfall hat Decathlon für Simon nur das Netzwerk erweitert und Simon arbeitet mit ihrer eigenen Expertise und deren Connections jetzt weiter. Es kann natürlich auch sein, dass Decathlon einfach eigene Sachen irgendwo produzieren lässt und einfach nur Simon drüber klebt. Wir wissen es letztlich nicht. Die technische Ausrüstung stammt jedenfalls immer noch aus Chamonix und direkt von Simon. Aber heute geht es um Textilien und nicht irgendwelche Textilien, sondern die umstrittenste Textilie im Outdoor-Segment, Daunentextilien. Kommen wir zu den harten Fakten. Die Simon Alpinism Light Daunenjacke kommt mit einer 90-10-Daune-Federmischung daher. Genutzt werden ausschließlich Entendaunen, keine Gänse. Trotzdem schaut Simon auf die Herkunft. Sie nutzen ausschließlich Daunen und Federn, die dem Responsible Downs Standard entsprechen. Das soll garantieren, dass ausschließlich tote Tiere nur für die Fleischerzeugung gerupft werden und keine Enten einfach so bei lebendigem Leib. Dazu aber gleich nochmal mehr. Nach der IDFB-Norm, die ist quasi das Standardprüfverfahren für Daunenprodukte und ist relativ aufwendig und spuckt sehr viele Daten und Ergebnisse aus, kommt die Jacke auf 800 Kirin. Übrigens, ja, es heißt Kirin und nicht Zuin. Es heißt nämlich Cubic Inches und nicht Zubic Inches. 800 Kirin ist ein extrem guter Wert in diesem Bereich. Simon selbst gibt an, dass die Jacke bei minus 10 Grad noch genutzt werden kann. Das ist auch ihre Empfehlung. Auch dazu gleich nochmal mehr am Techniktisch. Mit 126 Gramm Daunengewicht in Größe S ist das auch ein starkes Verhältnis. Die Jacke selbst kommt auf etwa 320 bis 350 Gramm Gesamtgewicht. Ein nettes Feature, das diese Jacke hat und viele andere teure Jacken eben nicht, ist ein großflächiger Patch zum Kleben und Reparieren der Jacke. Das ist ein top nachhaltiges Konzept. Trotzdem hat man auch nochmal 2 Jahre Garantie auf die Jacke. Das mal zu den Zahlen. Aber die Jacke muss sich natürlich auch in der Praxis schlagen. Und genau dazu kommen wir jetzt. Im Zuge der Meinung über diese Jacke sind mir 3 Dinge aufgefallen, die ich besprechen möchte. Erstens die Verarbeitungsqualität, zweitens die Features und drittens die Tatsache, dass wir hier ein Daunenprodukt haben für relativ wenig Geld. Denn das sind die 3 Dinge, die einen im Laufe der Zeit mit der Jacke am meisten beschäftigen. Fangen wir mit der Verarbeitungsqualität an. Wenn man sich die Jacke im Online-Shop anschaut, dann kann man das ja relativ schlecht beurteilen. Im Geschäft hingegen kann man schon recht deutlich sehen, was die Jacke zu bieten hat und was nicht. Vor allen Dingen, was die Nähte, die Nahtverarbeitung, die Nahtdetails betrifft, die Übergänge der Nähte, also diese Kreuzungen quasi, die man hier manchmal sieht. Und vor allen Dingen, wie die Daune darauf reagiert, wenn es hier einen gewissen Zug drauf gibt, gerade auf den Kreuzungen, wie empfindlich das Material ist. Wir reden hier wirklich von einer sehr, sehr dünnen
also von einer sehr dünnen Fläche, das dünne Obermaterial, das hat so ein bisschen diese Ripstop-Optik, ist aber nur Optik, es ist tatsächlich einfach ganz, ganz glattes Material. Es ist wahrscheinlich keine 30 Denier dick, also man sieht auch wirklich, man kann auch durchschauen fast. Es ist die Helligkeit der Lampen zumindest hier, geht sehr, sehr deutlich durch, wenn man jetzt mal die Daune sozusagen ein bisschen wegdrückt. Das heißt, das Material ist auch sehr empfindlich, wir können damit nicht felsklettern, wir sollten damit nicht an irgendwelchen Büschen oder Sträuchern hängen bleiben im Winter. Es ist eine Isolationsjacke, die wirklich nur das können soll. Kann sie das denn gut? Ich finde schon. Ich persönlich habe sie bei minus 8 bis minus 12 Grad getragen. Ich bin aber persönlich auch ein sehr erfrorener Mensch. Ich brauche gern viel zum Anziehen. Das heißt, nur die über einem T-Shirt bei minus 10 Grad beispielsweise, so wie sie ja in der Anwendung empfohlen wird, wäre mir zu wenig. Das ist aber nicht unbedingt aussagekräftig, weil für andere Leute, die nicht so erfroren sind wie ich, ist die Jacke bei minus 10 Grad dann wieder in Ordnung. Sie fühlt sich aber wirklich nicht dick an. Das Light, das in ihrem Namen steckt, das kommt schon irgendwo her. Sie fühlt sich tatsächlich sehr, sehr dünn an, ist aber durch die 800 QN wirklich, wirklich, ja, bauschig. Also wirklich fluffig, würde man sagen. Es fühlt sich einfach alles sehr fluffig an. Die Verarbeitungsqualität ist insofern gut, aber die Jacke ist letztlich relativ sensibel. Was für Daunenjacken im niedrigen bis mittleren Preissegment vollkommen normal ist. Wir reden ja jetzt hier nicht von irgendeinem Parker mit Daunenverarbeitung, mit einem extra dicken Obermaterial nochmal drauf. Es ist halt nun mal eine Daunenjacke. Und wenn wir uns die Details anschauen, gerade die Nähte sind bei einer Daunenjacke das Allerwichtigste, denn sie versuchen ja quasi diese Kammern voneinander abzutrennen. Und das führt wiederum dazu, dass wir eine gleichmäßige Wärmeentwicklung am Körper haben und nicht irgendwo uns die Daune ausgeht, dann hier eine Kältebrücke auch erzeugen würden, wir insgesamt auskühlen, obwohl wir viel Daunenmaterial hätten, aber eben an den falschen Stellen. Das macht die Jacke gut, die Nähte sind gut verarbeitet, vor allen Dingen dieses Trennen der Kammern. Teilweise sind sie ein bisschen enger, teilweise sind sie ein bisschen weiter auseinander. Das sieht man hier, das hat Schnittgründe und ist aber gut gelöst, stört nicht. Und insgesamt ist auch der Tragekomfort sehr, sehr viel besser als bei anderen Jacken, da der Schnitt besser zu einem, ich sage jetzt mal, athletischen oder auch normalen Körper passt, als jetzt zum Beispiel Salewa-Konkurrenz-Daunenjacken, die einfach ein bisschen für ein bisschen mehr Platz im Bauchbereich bieten und dafür aber an der Brust dann etwas enger sind. Die sind quasi für einen geraden oder einen V-Körper relativ gut. Insgesamt ist die Jacke wahnsinnig gut durchdacht. Und wenn wir uns jetzt die Features anschauen, die so eine Jacke mitbringen kann, dann hat Daune immer so ein bisschen ein Problem, weil wie viele Features will man denn an eine Daunenjacke bringen? Simon macht das eigentlich relativ gut, denn sie bringen viele Features, die beispielsweise Hardshelljacken haben, auf die Daunenjacke. Zum Beispiel die Helmverstellung. Das ist sowas, das kennt man nicht von allen günstigen Daunenjacken, dass wir einfach über den kleinen Kordelzug hinten die Kapuze enger stellen können, wenn wir keinen Helm tragen, und sehr locker stellen können, damit ein Helm drunter passt. Bei großen Köpfen, wie es meiner einer halt nun mal hat, ist das Helm drunter tragen insgesamt leider schwierig. Aber für einen normalen Kopf funktioniert es definitiv, weil bei mir funktioniert es halt gerade so und dementsprechend funktioniert es für kleinere Köpfe sehr gut. Das Einzige, was ich bei der Kapuze nicht so schön finde, ist sie, dass wenn man quasi die Kapuze über dem Helm auf hat, dass sie hier an der Seite doch recht eng bemessen ist. Also wenn man sich halt umdreht, dann verliert man die Kapuze relativ schnell wieder nach hinten, denn ja, so viel Platz ist halt dann leider doch nicht. Aber insgesamt kann man sie enger stellen, das ist was Schönes bei Daunenjacken. Schauen wir uns die Innenseiten an. Die Innenseiten bieten uns zwei Innentaschen. Die Innentaschen sind nichts Besonderes, das kann man ganz ehrlich so sagen. Es ist einfach nochmal das ganze Obermaterial ohne Füllung, ja, halt innen reingenäht und nichts verklebt oder sonst was, sondern einfach, ja, reingenäht. Und dementsprechend, da kann man Kleinigkeiten drin verstauen, funktioniert auch recht gut, aber das ist halt jetzt keine Raketenwissenschaft. Außen finde ich die Jacke schon sehr viel interessanter, denn jetzt kommen wir zu den Reißverschlüssen und da hat Simon sehr, sehr viel richtig gemacht. Wir haben nämlich überall YKK-Reißverschlüsse, das heißt, der Industriestandard wird erfüllt, hier wird nirgends gespart. Und die einzige Sache, die mich etwas stört, ist der Reißverschluss selber. Der ist nämlich bei den Taschen relativ kleinzahnig. Das ist da zwar für das Design recht ansprechend, denn man sieht nicht viel vom Reißverschluss, der macht einen schlanken Schuh. Aber kleine Zähne sind, das kann man sich für alles merken, immer etwas
anfälliger dafür, dass zum Beispiel der Reißverschluss irgendwo hängen bleibt, sich die Zähne irgendwie nicht vernünftig anlegen und dementsprechend der Reißverschluss vielleicht auch mal schneller kaputt gehen kann und so weiter. Große Zähne sind in der Regel besser, sind aber klobiger, schwerer und so weiter. Beim Hauptreißverschluss haben sie es aber gecheckt. Der Hauptreißverschluss ist sogar mit 2 Pullern ausgestattet. Sehr, sehr gut. Also 2 Zippern, einem Puller. Das hier ist der Puller, das hier ist der Zipper. Mit 2 Zippern ausgestattet, was ich sehr schön finde, denn dann kann man sie auch wunderbar zum Sichern beispielsweise hernehmen, kann einfach ein Stück aufmachen, dass das Sicherungsgerät frei liegt beispielsweise. Es ist eine sehr angenehme Geschichte. Es ist nicht viel Arbeit, so einen zweiten Zipper einzubauen, haben aber leider viele Daunenjacken eben nicht. Wie gesagt, hier haben wir große Zähne verbaut, das ist ein Qualitätsmerkmal, große Zähne sind teurer. Insofern wundert es mich, dass eine so günstige Jacke so etwas verbaut, auch aus dem YKK-System, also auch aus dem eher hochwertigen Segment. Und das letzte Feature, natürlich haben wir 2 Taschen an der Hüfte und eine, also 2 Bauchtaschen und einmal eben die Brusttasche, die eben mit den kleineren Reißverschlüssen ausgestattet sind. Das ist sozusagen die Features dieser Jacke. Wobei ich sagen muss, Brusttaschen generell, schöne Sache, auch bei Daunenjacken, warum nicht, kann man ja machen. Zuletzt, das schönste Feature dieser Jacke ist, man kann sie komplett winddicht machen, wenn sie einem trotzdem immer noch ein bisschen zu groß sein sollte, wie es auch bei mir der Fall ist mit Größe S, minimal zu groß, ein bisschen zu viel Umfang, wenn man sie verschlossen hat, dann kann man unten trotzdem nochmal eng und dicht zumachen, dass diese Jacke auch wirklich komplett vor Kälteeinfall schützt. Auch keine Raketenwissenschaft. Das Ding ist, diese ganzen Features sind alle keine Raketenwissenschaft, aber sie sind bei vielen Daunenjacken der höheren Preissegmente eben nicht alle zusammen in einer Jacke verpackt, sondern vereinzelt das, vereinzelt das, vereinzelt das. Die Jacke macht alles und steckt alles rein, was geht. Das ist eine super Lösung, finde ich. Sie ist eigentlich, ja, warum machen das nicht alle so? Aus Kostengründen, aber die Jacke ist die billigste. Insofern, geht ja offensichtlich. Zuletzt sollten wir uns vielleicht im Sinne dessen auch fragen, was ist mit der Daune eigentlich? Wo kommt diese Daune eigentlich in Wirklichkeit her? Responsible Down Standard sagt nichts anderes aus als, diese Tiere, die hier sozusagen, also die Daunen, die hier verarbeitet werden, kommen von Tieren, die bereits tot sind und für die Fleischerzeugung geschlachtet wurden. Das sagt nicht Simon, das sagt nicht Decathlon, das sagt der Responsible Down Standard, dieses Zertifikat quasi. Jetzt ist es natürlich so, dass wir in einer Industrie gerade von einer Industrie reden, die berühmt dafür geworden ist, zu bescheißen. An allen Ecken und Enden geht es eigentlich nur darum, habe ich die richtigen Zertifikate, damit ich das verkaufen kann und so weiter. Auch hier ist es so, Responsible Down Standard funktioniert nicht immer so. Es gibt Belege von Betrieben, wo Tiere lebend gerupft werden für die Daunen und so weiter. Das ist natürlich eine massive Tierquälerei. Und diese Unternehmen arbeiten auch nach dem Responsible Down Standard. Insofern kann man sich natürlich wie immer fragen, sind diese Labels irgendwas wert? Auch hier kann man sich das fragen. Auch durch die Tatsache, dass diese Jacke aus China kommt, kann man sich durchaus fragen, woher kommt das Füllmaterial? Ich will das hier überhaupt nicht relativieren und ich möchte das wirklich unterstreichen. Ich möchte nichts relativieren. Wenn ich aber eine Daunenjacke suche und eine Daunenjacke brauche, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich auf die Standards zu verlassen, die die Industrie heute hat. Ich könnte natürlich sagen, ich will keine Daunenjacke, ich kaufe mir eine Polartec-Jacke oder sonst irgendwas. Wenn ich aber eine Daunenjacke haben will, wenn es wirklich nur das sein soll, dann ist es nun mal der einzige Standard, an den ich mich halten kann, an den ich mich richten kann. Und diesen Standard erfüllt Simon mit dieser Jacke, genauso wie alle anderen auch. Das Problem, das ich sehe, ist, alle anderen Marken könnten ja etwas besser machen, indem sie vielleicht ein eigenes Label machen, eine eigene Prüfstelle einrichten, einen eigenen Qualitätsnachweis erbringen und nicht nur Zertifikate abliefern. Denn das ist ein Symptom dieser Industrie und Simon und Decathlon spielen einfach in dieser Liga mit, weil es alle tun und weil niemand wirklich viel, viel besser arbeitet als dieser Standard. Und unterm Strich bleibt einem halt dann nichts als Konsument, nichts anderes übrig, als diesem Standard zu vertrauen. Aber das ist eben bei allen Marken gleich, gerade was die Daunenverarbeitung betrifft. Und auch große Katastrophenfirmen arbeiten heute nach dem Responsible Down Standard, auch wenn man hier nicht weiß, inwiefern halten sie sich wirklich daran. Die Nachweisbarkeit ist wahnsinnig schwierig. Bewiesen wird grundsätzlich nichts. Es wird nur gesagt, dass man diesen Standard erfüllt. So machen das alle Marken. Niemand ist so transparent und offen und sagt, wo er seine Daunen herkriegt und hat eine Live-Webcam bei der Farm, wo quasi die ganzen Enten leben und so weiter. Das ist
nirgends so. Das ist auch bei Simon nicht so. Deswegen wäre es unfair, Simon jetzt quasi den schwarzen Peter umzuhängen und zu sagen, weil deine Jacke billig ist, ist sie unter tierquälerischen Umständen entstanden und bei allen anderen nicht, weil die anderen sind ja alle teuer. Das macht nämlich gar keinen Sinn. In diesem Sinne, die Verarbeitungsqualität der Jacke ist gut. Sie ist nicht einwandfrei, perfekt, weil sie ist nun mal eine Daune. Sie lebt mit den Schwächen, dass sie hin und wieder auch mal Federn verliert. Sie lebt mit den Schwächen, dass sie natürlich relativ empfindlich ist, so wie alle anderen Daunenjacken auch. Aber für eine Daunenjacke ist die Verarbeitung sehr, sehr gut. Sie ist warm, die Features sind zahlreich. Sie sind vor allen Dingen meiner Meinung nach vollständig. Und zu guter Letzt halten sie sich an den Industriestandard. Ob man das jetzt gut oder schlecht finden will, das muss am Ende des Tages jeder für sich selber beurteilen. Schauen wir uns zuletzt noch den Preis an, um all diese Zahlen, Erfahrungen, Fakten, Daten und meine Meinung besser einordnen zu können. Nur 119 Euro will Decathlon für die Simon Alpinism Light. Das ist wenig. Unglaublich wenig. Denn wenn man es mit anderen 130 Gramm Daunenjacken vergleicht, zahlt man etwa die Hälfte des Konkurrenzpreises. Und trotzdem, die Qualität stimmt. Wie kann das sein? Zunächst muss man sagen, Decathlon ist günstig, weil sie wahnsinnig schlank arbeiten. Kein Marketing, keine Filialdekoration, kein dichtes Filialnetz, viel Online-Vertrieb. Heißt, rasiermesserscharfe Margen sind möglich. Außerdem keine besonderen Produktionsbedingungen. Man muss aber sagen, bis auf ein, zwei Marken am Markt hat das eh niemand. Deshalb kommen wir damit jetzt zum Fazit. Hatte ich Bauchschmerzen, weil ich für so wenig Geld ein tierisches Produkt gekauft habe? Nein. Brauche ich eine Daunenjacke, arbeiten alle nach dem gleichen Standard. Alle. Ich kann mich auf jede Firma gleich gut oder schlecht bei den etablierten Marken verlassen. Der Preis, vor allem die hohen Preise, sollen über diese Tatsache nur hinwegtäuschen, erhöhen aber letztlich nur die Marge der Marke, nicht die Qualität der Daune oder die Arbeitsbedingungen. Aber um bei der Jacke zu bleiben, die Qualität ist ausgezeichnet. Vereinzelt sind die Nähte, an denen das Material häufig gestretched wird, etwas durchlässig für einzelne Federn. Das kenne ich aber von Saleva und Mammut ebenfalls. Es ist nicht unbedingt ein Verarbeitungsproblem, sondern, naja, ein physikalisches Problem. Nicht wirklich lösbar. Der Federverlust beläuft sich aber auf ein absolutes Minimum. Die Jacke hält ausgesprochen warm und die 800 Qin merkt man ihr definitiv auch an. Auch die Taschen, die Reißverschlüsse, das Konzept, das Design, das alles stimmt. Alles ist gut und in Relation zum Preis eigentlich sogar Marktführer. Ich bin sehr beeindruckt und vielleicht ändert sich das auch in 2 Jahren nochmal, aber zum Stand heute kann ich diesbezüglich keine Bedenken anmerken. Es ist und bleibt eine Daunenjacke. Das Obermaterial ist dünn, Felsklettern damit, komplett blöde Idee. Da braucht man sich, glaube ich, auch nicht wirklich über den Löcher oder sowas beschweren. Aber sie bleibt konkurrenzfähig. Wenn euch der heutige Test gefallen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Jacke findet. Findet ihr sie hübsch, praktisch? Würdet ihr sie eigentlich auch kaufen? Das würde mich sehr interessieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!